Es gab, Freunde, einmal schnell in die Hände gespuckt und 12 Spiele Rocket gespielt. Da habe ich jetzt richtig Lust zu. Das ist jetzt auch wieder die perfekte Jahreszeit, um schon um diese Zeit online Skat zu spielen. So, erstes Spiel. Hab noch 20 gehalten, dann eine passende gefunden, damit der vermeintlich einigermaßen solide 6 Trümpfer in Pik. Allerdings ging die 20er Reizung. Selbst wenn Trumpf 3 zu 2 verteilt steht und ich zweimal den Trumpf unterzusetzen kann, habe ich hier gerade schon so ausgerechnet, 21 im ersten, dann wenn die beiden Buben fallen, 25 und dann, selbst wenn ich Kreuz 7 zuerst anpacke oder Kreuz 10, sagen wir mal Kreuz 10, Kreuz 10, Kreuz Ass, Kreuz Dame, 49 und noch ein Kreuzstich mit dem Herz Ass. Es könnte also, selbst bei günstiger Trumpfverteilung, wenn Kreuz 3 zu 1 steht, ganz schnell auf 60 enden. Also da müssen wir ein bisschen drauf achten, ob ich da irgendwie aus der Nummer rauskomme, ob ich das irgendwie vermeiden kann. Die 21 in Trumpf fallen. Könnte man sich natürlich auch fragen, ja, warum ziehe ich denn nicht von oben? Gut, an sich einen Trumpf vollen kann ich nur bekommen, wenn die Trümpfe sowieso zu viert stehen. Dann habe ich noch ganz andere Sorgen. Also von daher ganz sauber weiterspielen, nochmal Trumpf von unten. Und schön wäre es, wenn ja jetzt nur zwei Augen fallen. Tut aber nicht, weil der Pik Bube offensichtlich links sitzt. Ist es natürlich für Spieler 2 auch leicht zu erkennen, dass sein Herz Bube nichts mehr wert ist. Den tut er rein auf 25 Augen. Und dann stehen wir genau da. Jetzt kommt natürlich auch Herz 10 und Herz 10 sieht ja irgendwie so aus, als ob Spieler 1 logisch noch das Herz Ass hat und als ob er auch eine Idee hat, wo er das unterbringen kann. Also wahrscheinlich auf Kreuz. Da hat er wohl nur einen, vermute ich einfach so. Und deswegen kommt jetzt hier mal eine ganz andere Idee von mir. Nicht einfach treu doof stechen. Bube ziehen wäre dann sowieso schon blöd oder nochmal Trumpf ziehen, weil Spieler 1 seinen blanken Kreuz abschmeißen könnte. Nein, jetzt schmeiß ich zuerst Kreuz ab auf 35 Augen. Jetzt darf es nur noch diesen einen Kreuzstich geben, Kreuz 10, Kreuz Ass, Kreuz Dame oder Kreuz 10, Dame Ass auf 59. Trumpfzug will ich mir jetzt auch schon gar nicht mehr erlauben, damit eben dieser blanke Kreuz nicht wegfliegen kann. Da macht es mir hier Spieler 2 ein bisschen leicht, weil er selber schon die Trumpflusche drauflegt, aber ich komme ja sowieso mit der Kreuz 10. Wahrscheinlich hat ja Spieler 2 den letzten Trumpf und die Kreuz. Das habe ich mir jedenfalls gedacht. Also, der Plan ist der Plan. Und schwupp! Hat hingehauen. 59 Augen. So sollte es sein. Nun muss man nicht sagen, wir sind ja hier im siebten Stich. Und wenn es tatsächlich so ist, wie ich vermutet habe, und hier sehen wir, dass es so ist, Spieler 2 hat die drei Kreuzen, dann hatte Spieler 2 hier natürlich die Chance. Ich habe ihm da einen dicken Fisch angeboten, hingelegt, einen großen Köder von mit der Kreuz 10 und der Dame. Aber den kann er natürlich laufen lassen. Dann bekommt er nicht nur 24 Augen, sondern dann bekommt er im nächsten Stich Kreuz König mit dem Herz Ass geschmiert und dem Kreuz Ass auf 61. Also kurz vor Schluss musst du beim Skat noch aufmerksamer sein. Erster glücklicher Sieg und hier ein schlanker Ansatz mit zwei Assen und zwei Mittelbuben, dann aber doch ein bisschen zu wenig in der Hinterhand, um hier weiterzumachen. So, 4 Trumpf dagegen, ja, auch gar nicht so viele Möglichkeiten, wo ich die vollen unterbringen kann. Dann kann man auch mal sein volles selbst auf den Tisch legen. Man kann es ins Geschäft investieren, hoffen, dass es läuft. Das ist hier nicht der Fall. Und das bedeutet, dass ich jetzt auf blank umziehe. Erstens, die Augen muss ich sowieso heimbekommen oder will ich heimbekommen. In Karo ist so ein bisschen die Stimmung raus. Ja, der Alleinspieler kann dann nochmal stechen, bekommt von hinten noch ein Bild, vielleicht sogar die Karo 10. Das weiterzuspielen bringt gar nichts. Kreuz spiele ich jetzt blank, damit mein Partner, wenn es geht, rankommt, Kreuz weiterspielen kann und ich die Herz loswerde. So, zumindest hat mein Partner wohl das Kreuz Ass. Das glaube ich nicht, dass der Spieler das jetzt nicht rausgenommen hätte, aber mein Partner nimmt nicht mit. Schade. Dann versuche ich jetzt mal selber mit Herz. Die kann ich sonst auch nicht verstecken. Einfach in der Hoffnung, dass mein Partner da mal jetzt rankommt mit der Herz 10 oder so, oder mit dem Trumpf. So, mit dem Trumpf kommt er nicht ran, also 6 Trümpfe beim Alleinspieler, einen Trumpfstich mache ich noch, zwei unbekannte Karten noch im Blatt. Jetzt ist die Karo 10 weg, jetzt kann ich natürlich schon hoffen, oder gefahrlos, sagen wir mal, einmal Karo rüberspielen, in der Hoffnung, dass ich dann die Herzlusche doch noch loswerde. Und da fliegt die Kreuz Dame vom
Alleinspieler, der hat also wahrscheinlich zwei Kreuz gehabt und zwei Herz oder hat jetzt doch noch ein Kreuz in der Hand. Jetzt muss von meinem Partner eigentlich Kreuz kommen, dass ich die Herz-Lusche entsorgen kann. Aber das tut er nicht. Er traut sich nicht. Er bringt Herz-Dame. Da ist Herz-10 auch heim. Das ist ärgerlich. Ich habe jetzt gar nicht so genau gezählt. Gut, jetzt machen wir 15, sonst hätten wir 10 Dame. Auch nur 15 bekommen. Das tut jetzt also sich schon nichts mehr zur Sache. Und wenn Kreuz Ass, Kreuz König rausgenommen wird, dann steht die Kreuz Dame. Also wir konnten das Spiel dann so doch nicht schlagen. Es war zu gut nach dem Abstich Karas. So, nun bin ich wieder am Drücker. Die Fündung durchwachsen, sage ich mal, aber mit den beiden Alten habe ich ja schon viele Möglichkeiten und kriege jetzt wieder ein ganz, naja, wieder ein Sechstrumpfspiel zusammen. Trumpf sollte mal wieder nicht zu viert stehen, sonst wird es natürlich eine sehr, kann es eine sehr knappe Geschichte werden, wenn es dann überhaupt zu gewinnen ist. Wenn Trumpf glatt verteilt ist, 3 zu 2 irgendwie, dann sollte das Spiel wohl funktionieren. Gerade wo jetzt Pik rauskommt, also kein Überstich in Karo zu befürchten. Erstmal klein stechen und naja, schon eine Überlegung, ob jetzt Trumpf oben oder unten, aber gegen 4 Trumpf wird das Spiel sowieso schwer. Und mit diesem Kreuz-Drilling und der Karo-Lusche, ich habe da auch noch die eine oder andere Karte im Blatt, die sich noch zu einer anderen Baustelle entwickeln kann. Von daher sage ich mir, es muss Trumpf einfach glatt verteilt sein, dann kann ich auch von oben hin lang. Und manchmal kommen dann sogar solche glücklichen Stiche raus, dass hier der Gegenspieler die Trumpf 10 nicht aufgeben will und zur Belohnung bekomme ich nun beide. Ein ganz klassisches Beispiel hier. Spieler 2 hat den Herz-Buben nicht gezeigt und dadurch hat Spieler 1 vermutet, dass er den Karo-Buben zeigen kann oder sogar muss und in der Konsequenz ist jetzt gar kein Trumpfstich mehr übergeblieben. Also irgendwo ein kleines Missverständnis bei den Gegenspielern. Davon lebt Skat natürlich ganz besonders. So, sehr schön, jetzt wird hier geschnippelt, 4 Augen, jetzt steigen meine Schneiderchancen. Kreuz 7 fällt, dann ist es auch eigentlich egal, ob ich nun Kreuz König oder Kreuz 10 spiele, es soll so oder so nur noch einen Stich geben. Und damit ist das Spiel Schneider. Das lässt sich bisher ja ganz gut an. Hier bin ich nun natürlich direkt wieder bei 18 raus, aber wenn du nur jedes zweite Spiel machst und dann auch immer gewinnst, dann gibt es gar keinen Grund zur Klage. 3 bestellte Zehner in der Hand. Irgendwelche Stiche werde ich ja wohl machen hier in der Beikarte. So, macht mein Partner noch einen Stich? Nee, er macht keinen Stich mehr. Also hier übrigens wieder, das ist so ein eine typische Trumpfkonstellation mit Kreuz, Herz, Karo, Bube. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, spielt in der Situation zuerst den Kreuzbuben. Gegen einen blank stehenden Pikbuben ist der Unterzug eine Katastrophe, gegen ein blank stehendes Trumpf Ass, eine blank stehende Trumpf 10. Also es gibt mindestens 3 Varianten, wo dieser Aufzug mit dem roten Buben einfach schlecht ist für euch als Alleinspieler. Und es gibt im Prinzip keine Verteilung, wo es euch hilft. Und an solchen kleinen Nuancen, dass Spieler 2 die Trumpffolge so rum spielt, also von unten. Da mache ich mir natürlich auch meine Gedanken, wie erfahren, wie solide der Spieler schon ist. Also das ist hier definitiv eine schlechte Trumpffolge. So, nun kommt Trumpf. Er will irgendwie offenbar sehr stark noch in der Beikarte versuchen, uns Schneider zu spielen oder zumindest die Stiche zu minimieren, die wir bekommen. Ja, nun hat er das Spiel. Also auch das muss man sagen, irgendwo ein Tick weit sogar noch komisch gedrückt, hat zwei Asse blank in der Hand und dafür Pik, Lusche, König. Gut, Schneider spielt er uns damit auch nicht, auch wenn wir nur zwei Stiche machen. Also Spieler 2, den habe ich schon so in meine kleine Schublade reingesteckt. Gehört immer dazu. Wichtig zu wissen, egal in welcher Schublade ein Gegenspieler steckt, Skat ist ein so brutales Spiel, dass es dich trotz alledem immer jederzeit zerreißen kann und wenn einfach nur die Karte schlecht steht. Hier habe ich jetzt nicht gut gefunden. Ein Karo und ein Herz habe ich von beiden Farben gleich wieder eingedrückt. Ass Dame in der Hand zu halten ist ja nun auch wirklich
nicht besonders schön. Also mal 7 Augen. Meistens ist es ja, dass auf die blanke Lusche gar nicht so viel fällt. Und jetzt haben wir natürlich auch im Aufschlag wieder die Überlegung Trumpf unter durch mit einer Lusche oder aus den Mittelbuben. Das Problem für mich jetzt hier die 23er Reizung. Da habe ich jetzt mehr Angst, dass mir irgendwie im Pik noch die 10 abgestochen wird. Und das mache ich den Gegenspielern sehr leicht, wenn ich Trumpf Lusche spiele, dass dann trotz alledem, trotz des Abstichs noch ein hoher Trumpfstich draußen bleibt. Diese Überlegung hat mich jetzt dazu gebracht, doch mit einem Mittelbuben zu starten, weil ich schnell die Buben raus haben möchte oder ein bisschen Kontrolle mit dem höchsten Trumpf haben möchte. Und habe sofort gesehen, hier die Trumpflusche flog in Millisekunden von Spieler 1. Also der spielt es auch mit so ein bisschen Zeichen ganz schnell gespielt. Da sehe ich schon, die war blank. Und damit habe ich jetzt ein Problem. Jetzt habe ich nicht gut aufgezogen, beziehungsweise jetzt wird mein Spiel auf jeden Fall schwer gegen 4 Trumpf. Da haben wir es wieder. Ja? So ein Sechstrümpfer, der ist häufig ganz solide zu spielen, wenn trumpfartig steht. Wenn das nicht der Fall ist, ist schnell London in Gefahr. Ja, Karo 10, 14 Augen. Gut, hier ist jetzt noch nicht viel passiert, außer dass Karo 10 war jetzt eine Wimmlung, die noch nicht viel beeinflusst hat. Ich gebe jetzt natürlich nicht noch beide Trumpfstiche ab. Trumpf 10 und ein Bube macht noch den Stich. Er kann eigentlich nur hoffen, ja, dass Pik Ass gewimmelt wird und ich die Herzlusche einigermaßen günstig losbringe. Also mit anderen Worten, es geht fast nicht, dieses Spiel zu gewinnen. So, 14, 24, 35. Pik Ass ist natürlich gut für mich, aber es sind ja noch beide Herzvollen draußen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, ziehe ich noch die Pik 10 erstmal? Damit verrate ich natürlich das Blatt und dann hilft es mir auch nichts. Also einfach so ein bisschen bedeckt halten. Ich wäre jetzt natürlich wirklich sehr gut beraten gewesen, wenn ich die Herz 7 mit im Keller habe und die Karo Dame, die wäre längst hoch. So, jetzt 50 Augen. Ja, und Spieler 2 wird noch das Herz Ass haben. Ich kann nur hoffen, dass er jetzt einen Fehler macht und entweder nochmal Karo klein bringt oder eben Herz unterm Ass. Ja, das tut er nicht. Er spielt jetzt doch Pik. Das wäre der Grund gewesen, um vorher nochmal die Pik 10 abzuziehen. Realistisch betrachtet kann mich das eigentlich nicht retten. Jetzt muss ich hier mit der Herzlusche ran und dann nimmt auch Spieler 2 das Ass raus. Ja, einfach Kreuz verloren und schon bin ich wieder hinten an, obwohl ich an sich schöne Spiele habe hier bis dahin. Aber kleine Spiele und ein Beetspiel und der Traum von einem sehr guten Ergebnis, der kann sich dann schon wieder hinten anstellen. Tja, rauf mit der 10 oder nicht? Ja, das ist hier die Frage. Wie gesagt, Spieler 2 ist in meiner Schublade kein Top-Spieler, trotzdem glaube ich, dass er das aus die Ausspiellogik kennt. Ein Bild, wenn du selber das Ass hast, wenn du das Ass nicht hast, sonst die Lusche war aber nicht so. Spielt aus Lusche Dame die Lusche, gut, ist halt die 10 weg, dann ist es eben so. Dann muss ich hier sowieso mal testen, ob in einer anderen Farbe noch mein Voller mit nach Hause geht, ob wir irgendwo eine 21 greifen können, beziehungsweise wenn der Alleinspieler noch das entsprechende Ass hat, dann ist das Spiel für uns eben sowieso nicht zu gewinnen. Rauskommen wir natürlich alle mal. Und es war sogar nur ein Viertrümpfer. Da ist es natürlich gar nicht so ungünstig verteilt für den Alleinspieler, wenn ich von jeder Karte 2 habe. Das ist eigentlich eine Wunschverteilung, gleichmäßig in allen Farben. So, ich komme an sich in dieser Liste recht günstig und schnell ans Spiel. Also es wird hier nicht übertrieben hochgereizt. Da kann ich mich nicht beklagen. Es wird hier ganz fair gereizt. Diesmal habe ich auch gut gefunden. Jetzt ein Siebentrümpfer mit Seitenass. Solider wäre sicher die Karo 10 mit in den Keller zu drücken. Ist jetzt schon so ein bisschen auf Schneider gedrückt, was durchaus die Verlustchance ein bisschen höher erscheinen lässt, als wenn ich die Karo 10 gedrückt habe, hätte. Aber gegen den gleichmäßigen Trumpfstand passiert da nichts, dann bin ich die Karo 10 eben auch los. Dafür hatte ich zumindest die Möglichkeit, wenn Karo auf den Tisch kommt, auch mit nur 2 Abgabestichen Schneider zu spielen.
Tja, ausgerechnet Herz. Wenn ich mir was hätte wünschen dürfen, dann hätte der Alleinspieler Karo spielen müssen und ich hätte mit der blanken Herzlusche eine schöne Ausspielkarte, auch gegen Kreuz oder Pik wäre das der Fall gewesen, oder gegen Null. Gegen ein Herz habe ich natürlich überhaupt kein gutes Ausspiel und auch wenig Ambitionen, hier das Spiel zu schlagen. So, wenn du einmal dann in die Scheiße gegriffen hast, also die Farbe getroffen hast, der Alleinspieler schnibbeln kann, dann kannst du die Farbe auch hinterher spielen? Das Kind ist ja dann sowieso in den Brunnen gefallen. Und jetzt prüfe ich also hier, wo ist die Kreuz 10? Ist sie etwa blank beim Partner? Wo die Kreuz 10 ist, ist klar, die ist bei meinem Partner, aber wo ist die Kreuz Dame? Also sprich, hat mein Partner den Drilling oder hat der Alleinspieler den Drilling? Es hat der Alleinspieler den Drilling. Das bedeutet, im Spielverlauf kann mein Partner sicher die Kreuz 10 nochmal bringen. Eine gute Karte für uns, wenn ich dann dahinter sitze. Allerdings Pik Bube beim Alleinspiel. Das heißt, erstmal muss ich jetzt hier selber rüber. Und jetzt, ja, stehe ich da wieder mit meinem Talent. Das Spiel ist ganz günstig eher für den Alleinspieler losgelaufen. Der Schnitt hat hingehauen, ohne dass ihm das Kreuz Ass verreckt ist. Tja, wenn ich jetzt eben auf meine Trümpfe schaue, Trumpf volle sitzen offensichtlich auch noch beim Alleinspieler. Dann können wir jetzt ein sehr gutes Spiel noch mit einem weiteren Seitenass einfach nicht schlagen. Deswegen kurze Farbe und hoch raus, also scharf die Pik 10. Wir müssen jetzt schon ein günstiges Endspiel hinbekommen, wenn wir das Spiel noch schlagen wollen. Und wenn das nicht klappt, so wie hier, wenn der Alleinspieler eben auch noch das Pik Ass hat, dann stört es mich auch nicht. Dann konnten wir dieses Spiel eben sowieso nicht gewinnen. Ich komme hier noch einmal dazu, überzuschlagen mit dem Trumpf vollen. Jetzt hier versucht mein Partner nochmal zum Stechen zu animieren, aber die Bedienpflicht gilt auch im neunten Stich. Also bleibt's dabei, wir sind aus dem Schneider. Ehe wir uns versehen, geht es jetzt schon wieder auf die Zielgerade. Ich habe hier nochmal wieder einen schönen Ansatz, den will ich natürlich reizen. Fünf Trümpfe, zwei Asse. Bin auch ein bisschen hinten dran, also richtig dolle Punkte hat hier keiner. Es fehlen einfach die großen Spiele. Und da kommt doch mal eins. Das ist doch wieder Freude pur beim Skat, wenn du bei 18 aus einem Flockenspiel plötzlich zwei Buben findest und dann ist es ein Grang mit Vieren. So, wie rum machen wir ihn denn für Schneider? Eigentlich für Schneider-Ambition müsste ich die Pik 10 im Blatt halten. Das ist mir dann aber doch zu heiß, das Eisen. Pik 10 kann ich nicht solide im Blatt behalten, die gehört im Keller. Dann mit etwas Glück kann es auch so Schneider werden. Hier der erste Stich natürlich günstig, 0 Augen, auf denen ich meine erste Pik-Lusche loswerde. Und jetzt gucken wir mal, wie verschnippelt, wie scharf auf meine Pik 10 die Gegner sind. Vielleicht schnibbeln, nein, sie schnibbeln nicht, sie nehmen raus. Okay, 15 Augen. Dann gewinne ich den Schneider nur noch, wenn jetzt kreuzartig 2 zu 2 verteilt ist. Der Stich sieht nicht unbedingt danach aus. 14 Augen König 10 hätte ich natürlich lieber gesehen, dann wird das Ding gleich klar gewesen. Aber jetzt ist ja auch klar, stechen und dann von oben und hoffen, dass noch eine Kreuzlusche rausfällt. Dann, ja, da ist sie doch. Grang mit 4 Schneider, da geht die Sonne auf. Auch im Hamburger Herbstregen geht die Sonne einmal für mich auf. Ja, nun bin ich wieder vorne dabei. Mit einem ganz guten Vorsprung. Und Herz, 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 Herz. Ein Trumpf nur. Und da ist die Karo 9 für mich jetzt eine nicht so schöne oder für mich irgendwie unglückliche Ausspielkarte, weil ich kann mich jetzt hier sehr schnell blamieren. So oder so. 14 Augen, 10 König sind, also ich gehe davon aus, dass die blank ist. Das mal vorne weg. Aber 14 Augen sind natürlich sehr gerne gedrückt. Andererseits, wenn da sowas wie Kreuz Dame noch steht oder Kreuz 10, dann kann natürlich auch mal Kreuz Dame und die Karo 10 gedrückt sein. Dann ist genau der Karo König im Blatt. Auch Karo König 10 können beide mal im Blatt gehalten sein, wenn zwei Kreuz gedrückt sind. Doppel Lusche, Lusche Dame, irgendwie sowas. Also ja, ich sehe es schon vor mir, wie ich es mache, mache ich es verkehrt, aber ich will hier, obwohl ich nur einen Trumpf habe, nicht nur mit der Dame rauf und mir dann anschauen, wie Spieler 1 mit dem blanken König den Stich macht. Da musst du manchmal die Eier haben und zack, ist mein Ass tatsächlich weg. Ja, das ist natürlich schade, aber nicht zu ändern. So, mein Partner hat offenbar auch Trumpf, taucht einmal, jetzt geht er rauf. Wie kann ich ihn jetzt noch unterstützen? Wenn ich nun Karo Dame lege, dann weiß er auch nicht, welche dunkle Farbe er treffen soll, macht vielleicht die Pik 10 kaputt.
Ich denke mir jetzt, wenn hier schon die 14 Augen im Karo gedrückt sind, dann brauchen wir wenigstens eine Schwäche in Kreuz. Dann soll der Alleinspieler bitte die Kreuz 10 im Blatt haben. Diese Verteilung könnten wir noch schlagen. Und da mache ich es auch meinem Partner leichter, wenn ich die Pik 10 zeige. Erstens ist es gewimmelt, zweitens ist diese gefährdete Karte zu Hause und drittens habe ich damit meinem Partner jetzt eine Farbe vorgegeben, die er gefahrlos spielen kann. Denn wenn er jetzt Pik bringt, kann ja nicht mehr viel schief gehen. Und was passiert? Er springt Kreuz. Warum zum Geier bringt er denn jetzt Kreuz und dann noch die Lusche? Wenn die jetzt also auch blank war, dann war es natürlich der denkbar falsche Zeitpunkt, um diese Kreuz-Lusche zu spielen. Aber sie war noch nicht mal blank. Da kommt noch die Dame. Also das ist natürlich wirklich nicht besonders clever vorgetragen. Nun bekommt der Alleinspieler auf der Kreuz 10, dass er sie jetzt hat, ist mir klar, weil er ja 14 in Karo gelegt hat, bekommt er sogar noch das Bild und ich auf mein Ass habe nur die Lusche bekommen. Also das war jetzt schwach gezockt. Da kann man nichts anderes sagen und entsprechend geht es jetzt hier auch nicht mehr um irgendwelche Siegzüge, sondern nur noch darauf, die letzten Karten einfach fallen zu lassen. Wir sind schneiderfrei und das war's. 73, ja, das sind wohl die 13 Augen in Kreuz. Da braucht man gar nicht so drum rumreden. Das Spiel wäre also leicht noch zu schlagen gewesen, wenn nach der Pik 10 einfach Pik auf dem Tisch kommt und das, obwohl Karo Ass auch abgestochen wurde. Und Spieler 1 nutzt den Vorteil. Hat vielleicht wieder einen Ansatz, hat glücklich gewonnen, muss natürlich auch noch was tun, bleibt also auf dem Gas. 18 habe ich hier mal gehalten. Für mehr, viel mehr habe ich jetzt einfach gar keine Ambitionen. Mein Ergebnis 330, ja, das ist einigermaßen, aber so schön ist mein Blatt ja auch nicht. Gucke ich noch mal, ob noch im 12. Spiel was Schönes vorbeikommt. Und hier zuallererst biete ich mal wieder einen vollen an. Der ist zwar jetzt weg, aber damit klärt sich eben auch die Karte. Das heißt, für die 11 Augen bekomme ich einen Informationsvorsprung. Die Frage ist, ob ich damit noch groß was anfangen kann. Manches Spiel ist nach so einem Stich ja auch schon im sicheren Hafen. Hier jetzt zu sehen, ohne 3 und Karo kommt zurück. Abwurf Kreuz 9. Gut, die Karo 10 will ich jetzt nicht mehr bringen. Ich glaube auch nicht, dass mein Partner da noch einen Überschlag hat. Vielleicht muss er Karo auch nochmal mitbedienen. Dann lieber die Karte weiterklären. Was war denn jetzt hier in Kreuz? Was ist denn mit der Lusche? Die war blank. Also, jetzt haben wir wieder alle Zutaten zusammen. Es ist ein Sechstrümpfer. Er hatte kein Karo und nur ein Kreuz, also hat er 3 Herz. Und da steht natürlich auch noch in dem Trumpf Ass, von daher wieder schade, dass mein Partner hier, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Nerven verliert, aber wenn er noch einmal wartet mit dem Kreuz Ass, vielleicht erstmal eine kleine Herzlusche rausfallen lässt oder noch eine Kreuzlusche, dann kann ich tauchen und bekomme dann auf jeden Fall Trumpf Ass, selbst wenn der Alleinspieler eben Herz dann auf Herz wechselt, einmal von oben und dann muss er mich ja in der Herz 10 anspielen. So muss ich jetzt natürlich rausnehmen und habe natürlich jetzt auch eine logisch einfache, günstige Fortsetzung. Ich darf jetzt nicht oder ich werde jetzt nicht die Karo 10 anbieten, dass das Trumpf Ass verstochen wird. Dann werde ich noch wieder mit in meine Trümpfe eingeschoben und verliere womöglich auch noch die Herz 10 gegen Ass König Lusche oder sowas. Nein, das natürlich nicht. Ich spiele jetzt Trumpf oben unten, das Trumpf Ass beim Alleinspieler raus und der hat ja nur noch 3 Herzen. Dann mache ich auf jeden Fall noch Herz 10 und auch die Karo 10. Ja, er spielt unter durch. Das heißt, ja, entweder er hat das Ass zu dritt oder er hat sogar nur den König zu dritt. Ja, er hatte nur den König zu dritt, Herz Ass noch bei meinem Partner. Also ein ganz schwaches Spiel, obwohl er hier den letzten Stich auch geschenkt bekommt. Noch mit Herz Dame König und Kreuz König kommt er nur auf 54 Augen. Also das war wohl auch eins von diesen Spielen. Ja, musste er versuchen, weil er auch nichts liegen hatte. Und damit bin ich doch allen Ernstes mit 370 der strahlende Sieger. Und das lag natürlich zu ganz großen Teilen auch an diesem schönen Gang mit 4 Schneider. Ja, an sich schade, dass bei keinem richtig was rumgekommen ist. Waren aber trotzdem ein paar interessante Spiele dabei. Ich hatte also meinen Spaß und hoffe, dass das euch genauso geht.